Ach echt, das ist schon 25 Jahre. Cool. Es ist 1998, als Franka Potente mit ihrer Rolle in Lola rennt ihren Durchbruch als Schauspielerin feiert. Gemeinsam mit Schauspielkollege Moritz Bleibtreu wird sie weltbekannt. Danach spielt sie an der Seite von Hollywood-Größen wie Johnny Depp oder Matt Damon. Auch für Moritz Bleibtreu bedeutete Lola Rent den Startschuss für eine große Karriere. Stehen die beiden noch in Kontakt? Gar nicht. Das ist nicht immer so. Die Leute haben immer die Vorstellung, dass man immer zusammen abhängt und sich die ganze Zeit Textnachrichten schreibt oder sowas. Also das ist nicht so. Das ist, also manchmal ist man natürlich befreundet, auch mit den Kollegen, aber nicht unbedingt. Und als wir Lola Rent gemacht haben, da hatten wir noch keine iPhones. Nicht nur in der Karriere von Franka hat sich viel getan. Privat ist die Schauspielerin glücklich verheiratet mit Derek Richardson. Die gemeinsamen Töchter Polly und Georgie sind ihr ganzer Stolz. Ich bin in so einem Alter, wo man auf die Kinder stolz ist, vornehmlich. Weil man irgendwie das Gefühl hat, es hat auch ein bisschen was mit mir zu tun.